Viele Menschen glauben, dass Macht etwas ist, was man ganz leicht erwerben kann. Als ob man nur im richtigen Augenblick zugreifen müsste. In Wirklichkeit ist Macht viel komplizierter. Ein Gleichgewicht, das man jeden Moment halten muss, um nicht umzufallen. Und Rebecca fliegt wirklich heute schon nach New York? Nachdem sie zunächst nicht wollte, hat sie es jetzt ziemlich eilig. New York ist ja auch nicht gerade das schlechteste Pflaster, was Mode betrifft. Ja, wo steckt sie überhaupt? Nicht, dass sie einfach geht, ohne sich zu verabschieden. Die Comtesse wollte in den Eiskeller. Ihr fehlte eine Hutschachtel. Ihr entschuldigt mich. Ist Tanja schon weg? Sie ist plötzlich gegangen, hat uns aber nicht gesagt, wohin. Findet nicht heute das Meeting mit diesem Einkäufer für das Linie Clarisse Parfum statt? Oh mein Gott, da muss ich hin. Ja, und ich denke, gerade deine Anwesenheit wird dem Kunden doch sehr deutlich vor Augen führen, wie wichtig es sein kann, gut zu riechen. Ich denke, wenn es uns gelingt, dem geneigten Publikum dieses Parfum ein wenig näher zu bringen, spielt das vor allem etwas Geld in die Kasse. Danke, dass du Tanja beratend zur Seite stehst. Ah, da bist du ja. Wir haben dich schon überall gesucht. Ich habe noch meine letzten Sachen gepackt. Der Auftrag für das Stadion ist übrigens noch nicht vergeben. Da sollten wir vielleicht noch mal drüber reden. Ja, aber nicht jetzt. Das besprechen wir heute Nachmittag bei der Vorstandssitzung. Ach ja. Was passiert jetzt eigentlich mit deiner Stimme, Becky? Interessiert? Nee, danke. Ich denke, wir können Rebecca vertrauen. Sie wird entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Ja, das habe ich. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Deine Stimme hat sich wieder vollständig erholt. Ja, Gott sei Dank. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. In Zukunft wird alles wesentlich einfacher für uns. Wieso? Was ist passiert? Ab heute hat Lahnstein Entertainment doppeltes Gewicht. Ja, wie Philipp mal geschenkt. Aber ich weiß bis heute nicht, ob sie ihm gefallen hat. Oh Gott, er fand sie furchtbar. Aber vielleicht ist das ja auch gut. Alles, was starke Gefühle hervorruft, ist gut. Hat er denn bisher schon auf Musik reagiert? Er hat auf die Sterne reagiert, als ich ihm davon erzählt habe. Wir müssen einfach versuchen, noch mehr Gehirnzentren zu aktivieren. Nico! Ich bin so froh, dass wir uns sehen, bevor ich fliege. Ach, ich auch. Tristan hat gerade erzählt, du verlässt uns und gehst nach New York. Leider schaffe ich jetzt nicht mehr, mich von Philipp zu verabschieden, aber sag ihm liebe Grüße, ja? Das mache ich. Und wenn es ihm wieder besser geht, dann kommt ihr mich besuchen. Das machen wir auf jeden Fall. Du packst? Siehst du jetzt ganz so Philipp ins Krankenhaus? Nein, das sind nur ein paar Sachen, die ich mitnehme nach München. Er wird es in ein paar Tagen verlegt. Wohin denn? In eine Spezialklinik hier ganz in der Nähe. Sie sind spezialisiert auf Koma-Patienten. Oh, das ist ja toll, dann kannst du immer bei ihm sein und trotzdem hier wohnen bleiben. Nico, ich wünsche euch beiden ganz, ganz viel Kraft. Danke. Für das neue Stadion in Kabul? Katar. Katar. Die machen auch Kamelrennen und so. Ich mag das. Da wird in 11 Jahren auch ganz weltmeisterlich Fußball gespielt. Verrückt. Ich wusste gar nicht, dass die Katarer auch Fußball spielen. Katar boomt. Wer da jetzt nicht reingeht, der verliert den Anschluss. Ja, da ist Spannung drin. Also, falls du irgendwie meine Unterstützung brauchen solltest oder so, frag mich einfach. Danke. Ich denke, dieses Projekt spricht für sich. Es ist viel möglich, seit Lahnstein Enterprises sich neu aufgestellt haben. Ich liebe das Gremium.
Früher, da wusste man ja nie, wer, was, wo und vor allem gegen wen in der Firma durchsetzen will. Ja, es ist alles viel demokratischer geworden, du. Ziehst ein Projekt hoch, du stellst es im Gremium vor und entweder sie mögen es oder es stirbt. Tristan, mir gefällt, was du machst. Lahnstein Entertainment. Das ist die Zukunft. Ich gebe mir alle Mühe. Ja, es wird ein harter Weg, aber... Irgendwann werden die Leute sagen, Lahnstein Enterprises, gehören die eigentlich auch zu Lahnstein Entertainment? Ja, bestimmt. Man muss es klein anfangen. Musical ist nur der Anfang. Dann werde ich ein paar Konzertveranstalter dazu holen, dann den einen oder anderen TV-Sender. Ach, Fernsehen. Warum denn nicht schon eine kleine Telenovela oder Soap? Naja, da setzt man schnell mal ein paar Millionen in den Sand. Nicht, wenn man das Ganze richtig aufzieht. Wir schreiben die Geschichten, wir suchen die Stars, wir produzieren die Show und wir kümmern uns um die Distribution. Und das Ganze läuft auf Lahnstein Channels. Du wirst eine Menge Unterstützer brauchen. Ihr werdet alle noch darum betteln, bei Lahnstein Entertainment ins Boot zu dürfen. Glaub mir. Tristan, ich wünsche dir viel Glück bei der Sitzung. Danke. Wünsche ich dir auch. Ein bisschen beneide ich dich, ja. Du warst lange genug in der Welt unterwegs. Jetzt musst du hier mal die Stellung halten. Oh. Pass auf dich auf, ja? Mach's gut, Becky. Ich werde dich so vermissen. Becker. Viel Glück. Und wenn es wieder mal nicht so läuft, wie es sollte, dann rufst du an, ja? Jörg und Düsseldorf, das sind ja nur 6 Flugstunden. Versprich es. Okay. Wir sind immer für dich da. Ich werde mit deiner Stimme verantwortungsvoll umgehen. Verlass dich darauf. Ich werde dich schneller besuchen, als du mich vermissen kannst. Versprochen. So stolz auf dich. Ich bin mir sicher, du kommst mal ganz groß raus, du. Und mach dir keine Sorgen um deine Stimme, die ist bei mir gut in Händen. Deine Freiheit. Du kannst endlich tun und lassen, was du willst. Komm her. Ach ja. Mit meiner Stimme für das Gremium ist alles geregelt. Die Unterlagen vom Notar kommen rechtzeitig zu eurer Sitzung. Ach, Dianska. Nein, bitte, ich bestehe darauf. Wo ist Tanja? Wahrscheinlich hat sie Besseres zu tun. Vielleicht ist sie beim Friseur. Sie weiß doch, dass wir heute eine Sitzung haben. Ja, aber den Termin mit dem englischen Käufer hat sie auch verpasst. Ihr seid eben ein echtes Gewinnerteam. Du und Tanja. Dann fangen wir eben ohne sie an.
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Die Sendung vom Notar. Ah ja, danke. Dieser Brief ist an Tanja von Lahnstein adressiert. Wären Sie so freundlich? Ja, ja, kein Problem. Glaube ich nicht, dass Rebecca Tanja ihre Stimme überlässt. Wird die Kuh mich hängen lassen. Vergnügt sich in irgendeinem so Wellnessschuppen, während ich ihre Arbeit machen muss. Macht bedeutet, andere Menschen zu kontrollieren. Wer Macht hat, ist im Vorteil. Wer Macht hat, kann andere Menschen in ihre Schranken weisen. Und zutiefst demütigen. Wenn das passiert...